Ja, hallo, willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Mikrofon, welches ich mir angeschafft habe, weil mich die Tonqualität bei Videos am Computer nicht zufriedengestellt haben. Ich möchte meinen Abonnenten und Kanalbesuchern doch eine angenehme Tonqualität bieten bei Videos. Und die werden wir jetzt vergleichen mit meiner Webcam, mit meinem Headset, mit meinem Handy. Und ja, schauen wir mal. Urteilt selbst. So Leute, ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Das Mikrofon Fifine wird mit einem soliden Standfuß ausgeliefert, kostet an die 30 Euro. Auch so wirkt es hochwertig verarbeitet. Aktuell hört ihr mich über mein Handy, über mein Smartphone. Mein Stand-PC macht Geräusche wie jeder andere luftgekühlte PC auch. Das Mikrofon ist sehr feinfühlig, lasst euch da bitte nicht irritieren. Viel Spaß im Video. So, nun hört ihr mich über mein Headset Logitech G435 Audio Test Headset. Audio Test Fifine K669. Audio Test Fifine K 669. Audiotest Webcam Logitech C270. Audiotest Logitech C270. So, weiter geht es mit dem Mikrofon Fifine. Ich habe versucht, die Lautstärke bzw. die Nebengeräusche, meinen Standrechner, den merkt man leicht am Pegel auf und ab flimmern, das anzupassen, dass das ungefähr gleich laut ist. Ich spreche direkt in das Mikrofon. Ich bin ca. 40 cm entfernt und spreche nicht in das Mikrofon. Ich bin 40 cm entfernt und spreche in das Mikrofon. Das Mikrofon ist ca. 1 Meter entfernt und ich spreche direkt in das Mikrofon. Das Mikrofon ist ca. 1 Meter entfernt und ich spreche nicht direkt hinein. So, ich habe nun das Mikrofon ca. 30 cm entfernt von mir und spreche leicht links vorbei, damit ich in die Kamera sehen kann. Audiotest Fifine, 30 cm entfernt, nicht direkt hineingesprochen. Ihr habt es selbst gehört. Ich hoffe, ihr konntet euch eine Meinung bilden. Ich finde, es ist ein krasser Unterschied zu hören. Ja, gerne könnt ihr mir in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben. Danke, ciao.